Und ein herzliches Willkommen hier vom Kanal zu Ark Aberration. Seid gegrüßt, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ich habe mir jetzt hier die S-Plus-Mod mit drauf gemacht, damit ich die Abbaupistole bekomme. Bin aber noch ein bisschen auch am Rumexperimentieren bezüglich Mods für den Community-Server. Und habe jetzt drei Mods auf jeden Fall, die ich auch auf den Community-Server machen möchte momentan, und zwar ist es Automatic Arc, ein besseres Fernglas und einmal unendlich Grappling Hooks und Sperre. Das ist ein Kombi-Mod. So, hier wollte ich jetzt auf jeden Fall erstmal mal eben den Krakeno wegmachen. So. 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 Und zwar, schwupp. Mal eben reinfinden. Ich hoffe, das Ruckeln ist jetzt auch raus. Ich habe jetzt wieder alles zurückgesetzt, was dieses doofe Windows-Update eingefügt hat. Und jetzt sollte eigentlich auch alles wieder ruckelfrei sein. Gib mir bitte mal hier einmal nochmal ein Feedback. Weil hier hat sich wirklich alles verstellt durch dieses Update. Und wo war denn die Pistole nochmal? Da. Alles verstellt durch dieses Update. Aber wirklich alles. Also absolut alles. Da kriege ich nur die Ressourcen wieder. Okay, na gut. Dann nehme ich auf jeden Fall die Ressourcen. Weiß jetzt gerade nicht. Ich habe jetzt auch gerade keine Lust rum zu experimentieren, weil ich die S-Plus, denke ich mal, eh nicht drauflassen werde. So, Herstellung, Strukturen, Stein. Drei müssten reichen, ne? Und dann nehmen wir mal fünf Wände. So. Jetzt hat er schon wieder Durst. Ich werde wahnsinnig. Sieben. So, mal eben schauen. Und den mache ich dann. Einen brauche ich noch. Ja, du kriegst gleich zu trinken, mein Freund. Lass uns den einen hier mal nur setzen. Das ist, glaube ich, auch mehr als einer. So. Ja, und den machen wir dann schräg rüber. Okay. So, die Wände brauche ich nicht hier machen, weil da kommt eh keiner durch. Irgendjemand schrieb dann, die Wände höher ziehen. Das ist Quatsch, weil ich möchte mich ja nur vor den kleinen Viechern schützen. Die großen kommen ja da oben nicht durch. Und bei den kleinen reichen zwei hoch. Da springen die mir nicht drüber.
Da müssen wir jetzt noch ein paar Wände herstellen. Und dann brauchen wir noch ein kleines bisschen, da gehe ich mit dem Dödel eben. Dann brauche ich noch ein kleines bisschen Ressourcen zum Zähmkäfig bauen, wobei ich den Ravager vielleicht auch versuchen kann, so zu zähmen. Wenn es jetzt nicht gerade drei riesen Ravager, also hohe Ravager sind, kann der Spino mir die tanken. So, Herstellung. Davon noch mal zwei. Davon auch noch mal zwei. Mal gucken, ob ich da noch ein paar rein. Nehme ich die ebenso mit. Ja. Jetzt hoffe ich mal, dass ich noch genug Holz und Strom im Inventar habe. Da nochmal vier, perfekt. Dann laufe ich mal darüber. So, und wie gesagt, zwei hoch sollten definitiv reichen. Na komm. Kommt keiner durch, ne? So. Zwei Wändchen noch. Dann haben wir es. Hoffentlich kriegen wir die jetzt noch mit dem Holz und dem Stroh fertig. Ah, drei sogar. Perfekt. Können wir irgendwann da nochmal insgesamt auf drei hochziehen. Und dann ist gut. So, dann gucken wir jetzt mal, dass wir mal so eine Ravager-Bande finden. Müssen wir mal eben was trinken. Das geht auch wahnsinnig schnell runter wieder. Also ich sehe jetzt im Stream nichts ruckeln. Ich hoffe, es ist auch tatsächlich so. Oh, der ist ja fast voll. Was hat denn hier alles drin? Ach Gott. Wei, wei, wei. Okay, da muss ich dann erstmal... Hier muss ich ein bisschen was ausräumen gehen. Mal eben runter und trinken mal eben. So, machen wir erstmal hier den Kram.
Kram nehmen wir erstmal mit dir, so. Chitin. Da ruhe ich noch. Wo packe ich denn das Chitin jetzt hin? Dann los, schon wieder Kisten zu bauen. Nutzt nix. Gut. Muss mal eben gucken. Dass ich noch mal eben den S-Plus-Schrank baue, wobei das eigentlich auch Blödsinn ist, ne? Bei 16 ist er. So. Wo kann ich den in diesen im Inventar bauen hier? Holz. Fasern fehlen. Na, davon haben wir genug. Fasern haben wir satt. So, zwei Schränke. Kram mal eben rüber. So, so. Die mal mit. Da muss ich noch ein paar Pfeile herstellen. Und dann gucken wir jetzt erstmal nach einem geeigneten Kandidaten hier. Greift mich nicht an, Jungs. So, jetzt muss ich mich nur mal verkrümeln hier.
Gut, tanken kann der den auf jeden Fall. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich muss nur den blöden. Ich töte die mal eben, das hat keinen Sinn. Das ist ein Rohr. 95, scheiße. Der arme Dödel. So, hier sind jetzt aber keine Ravenger mehr. Das kann ich aber in der Zeit mal im Moment. Ich nehme mal eben ein bisschen Fleisch hier rüber. Nicht halbieren. Alles aufteilen, so. So, Herstellungen, Pfeile. 25. So, wo sind denn die garstigen Ravenger hier? Okay. Ich mache euch mal ein bisschen heller. Sind keine, ne? Das ist übrigens auch ein sehr guter Startpunkt für am Anfang, um sich eine Base zu bauen. Ich sehe hier so ziemlich alles, nur nicht das, was mein Herz begehrt. Mann. Hier oben sind eigentlich sonst immer welche gewesen. Unter anderem sind hier oben auch eigentlich Basilisken. Da sind welche. Problem ist halt, dass ich nicht die Level sehen kann, ne?
würde gerne den Skorpion auf jeden Fall wegnehmen hier. Nein, nicht beißen, nicht beißen, Junge. Nein, auf ihn zu beißen. Ach, ich hab den. Idiot. Passiv so. Ach, Mann. War aber auch nicht hoch. War jetzt nicht so schlimm. Na komm. So, hier sind eigentlich auch immer, auf jeden Fall war hier sonst auch immer ein Basilisk, aber natürlich jetzt ist gar nichts hier, ne? Weder Ranger noch Basilisk. Ne, können wir wieder rumdrehen. So ein Ärger. Gut, dann werde ich mich jetzt offscreen auf die Suche machen nach einem vernünftigen Ravenger. Werd zwischendurch noch ein bisschen farmen gehen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch natürlich wie immer einen schönen Tag, schönen Abend oder einen schönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr die Folge gesehen habt. Bleibt mir gewogen. Euer Dexter. Bye, bye.